In Schrittgeschwindigkeit nähern sich die Musikfans dem Dorf Van Höden. 4 Tage wollen sie beim Deichbrand-Festival ausgelassen feiern. Weil nun aber nicht alle Besucher ausschließlich Limonade trinken, kontrollieren Polizei und Zoll schon einige Kilometer vor dem Festivalgelände die Fahrzeuge. Ich bräuchte, und der Zoll auch, einmal Führerschein, Fahrzeugschein von Ihnen, von allen Insassen einmal den Personalausweis. Die 4 jungen Männer aus dem Landkreis Wittmund wollten Koffer und Rucksäcke eigentlich erst am Zeltplatz auspacken. Tristan, der im Rettungsdienst arbeitet, nimmt es locker. Das muss ja halt irgendwo sein. Es gibt halt immer, ich sag mal, die schwarzen Schafe unter den Festivalgästen. Das ist halt eben so. Und von daher, dadurch, dass ich ja das Ganze von der Arbeit halt kenne, wie halt gerade Rauschmittel und so weiter halt einfach ausfallen können, finde ich das tatsächlich sehr gut. Also klar, es ist halt immer nervig, das ganze Gepäck abzuladen, wieder aufzuladen. Aber es erfüllt ja seinen Zweck. Und von daher finde ich das eigentlich sogar gut. Das, was der Beamte der Polizei Cuxhaven trotz geschultem Blick nicht findet, soll Spürhund Kulani erriechen. Da er nicht zerschnüffelt, steht dem Festivalspaß der Freunde nichts mehr im Weg. Wo 60.000 überwiegend junge Menschen zusammen feiern, halten sich einige wenige nicht an die Regeln. Die möchten die Beamten heute finden. Für uns als Polizei ist immer wichtig, dass die Leute auch sicher und halt vor allen Dingen nüchtern am Straßenverkehr teilnehmen. Also wir gucken natürlich auch explizit auch darauf, ob die Leute hier unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs sind oder Alkohol unterwegs sind, ob die Betäubungsmittel letztendlich dabei haben. Diese Frau fährt ihre Tochter und eine Freundin zum Festival. Kontrolliert wird trotzdem. Meine Fragen richten sich vor allem an die Mädels. Die Mädels, genau. Schon mal mit Betäubungsmitteln zu tun gehabt? Marihuana, Kokain, Haschisch oder ähnliches? Nein. Das ist interessant jetzt. Es ist sehr gut. Auch Jana und Marlena müssen ihr Gepäck vorführen. Weil Spürhund Kulani gerade seine vorgeschriebene Ruhepause hat, belässt es die Zollbeamtin bei der Sichtkontrolle. Eigentlich denke ich, wir haben ja nichts, aber weiß nicht, ist eigentlich mal interessant, das zu machen. Ich hätte gern einen Hund gesehen. Janas Mutter Melanie hat ebenfalls Verständnis für die Kontrolle. Unbedingt. Und ich bin immer nur froh, wenn meine nicht dabei ist. Oder alle anderen. Dankeschön. Ja, das muss so sein. Das ist schon gut so. Leider ist es ja zu viel geworden. Bis zum Abend entdecken die Beamten nur bei wenigen Besuchern Marihuana und andere Drogen in geringen Mengen. Was wir bis jetzt festgestellt haben, ist, dass tatsächlich sehr verantwortungsvoll damit umgegangen wird. Sonst hätten wir hier schon deutlich mehr Kontrollen oder entsprechende Verstöße gehabt. Das ist an sich ein sehr gutes Zeichen, dass die Leute sich im Vorwege selber Gedanken gemacht haben, okay, das sollten wir vielleicht nicht machen, gerade wenn Polizeikontrollen stattfinden. Das sollten sie aber natürlich auch so nicht machen. Zoll und Polizei setzen die Stichproben in den nächsten Tagen fort. Und das bedeutet, die Beamten kontrollieren die Musikfans auch auf dem Festivalgelände. Und wer es nun gar nicht erwarten kann und schon bei der Anreise was trinken möchte, reist am besten per Pedes an. Hallo Mama.